das waren alles Wurzeln, die nach oben gewachsen sind. Immer in eine Richtung zur Sonne. Hier sieht man es auch noch mal schön, diese Hexagonale. Das ist ein majestätischer Berg aus Basalt, scheinbar vulkanisch. Aber das werden wir nachher mal genau untersuchen. Hier unten seht ihr das? Das ist ein Labyrinth. Das kann man sogar von Google Earth beobachten. Das ist wie in den Boden reingebrannt. Es ist noch nicht lange her, da hat man den Basalt hier abgebaut. Da sieht man hier, diese zwei Stufen hat man hier komplett abgetragen. So, hier vorne befindet sich das Labyrinth. Das ist wie reingebrannt in den Boden. Wunderschön. Hier geht's rein. Ja, sind viele Kreise.
glaube jetzt mal diese Spirale. Der Weg der Erkenntnis. So, und hier ist die Mitte. Also vulkanisch sieht das hier nicht aus. Die Vulkane bilden nicht so eine hexagonale Struktur, die wir hier vorfinden. Ihr könnt es wunderbar sehen da oben. Da sind richtig große Säulen, die hier nach oben gehen, bis nach oben. Ah, hier sieht man es auch noch mal wunderschön, diese hexagonale Struktur. Ja, die Bienen machen ihre Waben auch sechseckig. Wir haben diese Form, diese Struktur in der Natur überall. Hier kommt ein Templerkreuz, wie im Sternenfels. Da befindet sich auch so ein Templerkreuz.
Und hier haben wir Bearbeitungsspuren. Aber das sind Bohrungen. Die werden schon neuzeitlicher sein. Damals, wo man hier den Basalt abgebaut hat. Na, hier sehen wir richtig, wie die Strukturen nach oben gehen. Ein versteinerter Baum. Na, hier sehen wir noch die Säulen, diese Basaltsäulen, die eigentlich Wurzeln sind, diese Baumwurzeln. Schaut mal. Schaut mal, überall Hexagonale. Das waren alles
Wurzeln, die nach oben gewachsen sind. Immer in eine Richtung zur Sonne. Hier sieht man es auch noch mal schön, diese Hexagonale. Hier kommt auch eine gigantische Steinwand. Man sieht überall diese Basaltsäulen, die hier rausragen. Da oben sieht man Mauerwerk. Also war hier vielleicht eine Burg früher. Und hier sieht man wieder diese schönen Säulen. Und diese hier stehen kerzengerade. Eindeutige Spuren von einer Burg, die hier auf dem Berg mal gestanden ist. Hier sieht man auch schön den Bogen. Wow!
say. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me away from. An dieser Stelle sagen wir wieder Tschüss und wir sehen uns auf der nächsten Tour.